was kannst du über diese Technologie sagen? Das ist eine Kommunikationstechnologie, es wird auch das Gravitationstelefon genannt. Hast du dich damit auch beschäftigt, oder? Es ist also nicht mein, es ist nicht mein Kapitel, aber ich weiß natürlich einiges davon, aber es wird jetzt im Moment nicht weiter verfolgt, die Idee. Mhm. Warum nicht? Ja, da gibt's Widerstände. Widerstände, okay. Ja. Näher möchte ich darauf nicht eingehen. Okay, es hat auch einmal eine Vorführung gegeben, die nicht so ganz funktioniert hat. Oder oh ja, die hat funktioniert. Die hat funktioniert. Die hat funktioniert. Es hat schon mehrere Vorstellungen gegeben und die haben alle funktioniert. Alle? Ja. Okay. Naja, gut. Also kann ich jetzt auch noch so stehen lassen. Aber jedenfalls, du sagst also, bei GCOM gibt's Widerstände. Man kann sich mit ein bisschen Fantasie vielleicht ausrechnen, von wem. Es wäre aber quasi eine Kommunikationstechnologie, die über weite Entfernungen quasi ohne Verzögerung funktioniert, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das. Das wäre zum Beispiel bei einem Marsflug oder überhaupt für den Weltraum eine sehr interessante Geschichte natürlich, aber okay. Du wolltest jetzt noch was, also von den Anwendungen her noch, oder gibt es noch was von vorher? Ja, also wirklich die Anwendungen sind sehr universell. Ich wollte vielleicht noch ein Bild, das wir hier vorbereitet haben. Genau, das zeigen. Erste Bild finde ich ja auch sehr interessant. Da sieht man also diese. Da ist das Längenfraktal von Global Scaling eigentlich im Kreis gedreht. Ja, also Bilder zur Sendung, Bild 1 sind wir jetzt, ja? Ja, und da, so verwendet man das in der Architektur. Mhm. Ohne jetzt näher drauf einzugehen, aber. Ist halt einfach, ne? Auch. Ja. Inzwischen auch. Und so verwendet man das in der Architektur. Also in einem Raum gibt es Bereiche unterschiedlicher Qualität. Ich sage also unterschiedlicher Qualität, nicht gut und schlecht. Nicht? Es ist ganz unterschiedlich, ob man. Kommt davon, was man dann an dem Ort machen möchte. Ja, ne? Ob man schlafen will oder arbeiten. Alles klar. Man kann es auch kombinieren mit einem Büroschlaf, aber das ist ja. Aber jetzt noch einmal auf dieses Bild zurückzukommen, wenn man sich das anschaut, gibt es also Bereiche unterschiedlicher Qualität. Und wenn man sich dann das nächste Bild anschaut, das vierte. Ja, bei Bild 2, das finde ich jetzt auch noch, das möchte ich jetzt noch kurz besprechen. Also gleich drunter, Bild 2 sieht man ja dann den Saturn. Ja, und die Massenverteilung in den Saturnringen, da fragen sich natürlich auch viele Wissenschaftler, warum die Massen da so verteilt sind. Und wenn man das Global Scaling Fraktal, also von ausgehend von dem roten, rot-grünen da, was wir im vorigen Bild gesehen haben, hinausrechnet, dann kommt man zufällig genau zu dieser Abbildung. Das ist eine Abbildung des Global Scaling Fraktals. Die Saturnringe, auf dem Bild sieht man es jetzt nicht sehr gut, aber es gibt da also auch Vorträge von Hartmut Müller im Netz und so weiter. Und ja. Es gibt auch sehr schöne Darstellungen, wo also wirklich dieser Saturnring genau über das Scaling-Fraktal gelegt worden ist. Und da sieht man tatsächlich, dass also die Verhältnisse, man muss natürlich dann quasi zoomen, ne? Man muss einfach schauen, dass es genau drüber passt. Aber dann stimmen eben die Verhältnisse. Das ist, ich wiederhole mich, wirklich erstaunlich. Finde ich zumindest. Was gibt es für weitere Anwendungen, die so betrieben werden? Naja, von Global Scaling gibt es zum Beispiel, also Lichttherapie sagt jedem was. Ja. Man kann es jetzt so ungefähr machen, dass man halt rotes Licht und verschiedenfärbiges Licht einspielt, aber man kann es besser machen, wenn man genau die Frequenzen trifft, die jetzt für Wundheilung oder Zellregeneration und Altershintanhaltung gut sind, dann wird es besser funktionieren, wenn man genau die richtigen Frequenzen verwendet. Und das kann man ja dann noch modulieren nach oben und nach unten und kann damit also tolle Ergebnisse erzielen. Die Lichttherapie, da gibt es ein Gerät, das nach Global Scaling gebaut ist. Kann man kaufen.
über das Global Scaling Institut zum Beispiel. Thema freie Energie, Energiegewinnung. Vor Jahren hat mir jemand einmal so Ansätze geschickt, da ging es auch um ein Getriebe, das man bauen wollte, ja, das also nach Global Scaling funktioniert, was relativ naheliegend ist, weil da geht es auch um Verhältnisse beim Getriebe. Das heißt, bestimmte Getriebeverhältnisse müssten dann eigentlich sehr gut funktionieren, andere wieder nicht so gut, auch da. Gibt es da irgendwie Over-Unity-Geräte, die da irgendwie auf Resonanzfrequenzen, die ja von Global Scaling dann korrekt vorhergesagt werden müssten, aufbauen und dann, ist auch wieder ein heikles Thema, gell? Aber trotzdem, also das ist natürlich ja, extrem. Ja, du sprichst jetzt da die heißen Themen an. Ja, natürlich, also was sonst? Ja, also mein Büro beschäftigt sich also hauptsächlich mit Optimierung von technischen Geräten. Es sind da natürlich, wenn man in die Global Scaling Theorie intensiv einsteigt, gibt es da schon Möglichkeiten, auch in völliges Neuland vorzustoßen. Ja, heißt? Ja. Kann man konkreter werden ein bisschen, weil das ist schon natürlich ein sehr spannendes Thema, gell? Ja, das ist sehr spannend, aber jetzt noch nicht so erforscht, dass ich jetzt darüber... Kennst du irgendwie Kollegen, die da intensiv an sowas arbeiten? Gibt es da Leute? Also was ich weiß, aber jetzt nicht unbedingt mit Global Scaling zu tun haben, gibt es natürlich viele Freie Leute. Freie Energie ist aber jetzt in der Kombi? In der Kombi gibt es auch Leute, die sich damit beschäftigen. Weißt du, ohne jetzt Namen zu nennen, weißt du persönlich von mit Global Scaling konstruierten Geräten zur Energieerzeugung, die Over Unity arbeiten, die bereits Erfolg zeigen im Prototypen? Ja, also ganz das G-Element, das der Dr. Müller schon vorgestellt hat, das liefert aufgrund eines Resonanzkörpers geringe Mengen von Strom. Das kann ich also auf jeden Fall sagen, ja. Okay, also das ist ein Ansatz, der schon funktioniert im Prototypen zumindest einmal? Ja, also es gibt also so Geräte, die also sehr geringe Spannungen erzeugen können. Ist und für niemanden Strom. Gefährlich, ne? Nein, das wird Gott sei Dank niemanden gefährlich. Nicht? Glaubst du persönlich, dass man da in Zukunft mehr erwarten kann? Ich hoffe für die Welt, dass wir also jetzt auf verschiedenen Ebenen natürlich immer besser mit der Unterstützung von Global Scaling, weil jede Maschine wird besser funktionieren, wenn sie nach Global Scaling optimiert ist und damit wird Global Scaling auch aus dieser Richtung alternativer Energiegewinnung in der Zukunft nicht wegzudenken sein. Ja, man kann ja ganz simple Dinge jetzt ohne über freie Energie und derartiges gleich anzufangen zu müssen, obwohl es mich natürlich interessiert, Getriebe zum Beispiel optimieren, einfach Radgrößen, meine Fahrräder müssten ja eigentlich ganz wunderbar nach Global Scaling optimierbar sein, von welche Größe nimmt man da vom Rahmen und so weiter. Ne? Also natürlich. Ist, wenn man nämlich wir haben ja da vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, wenn man dann so ein bisschen anfängt zu, wenn man mal die Grundidee verstanden hat und dann anfängt nachzudenken, was da alles möglich ist, in welche Bereiche das reinspielt, da fallen einem wirklich viele Dinge ein. Gell? Also ja. Wir haben noch ein paar Minuten. Du bietest auch quasi Optimierungen an ins Global Scaling, also mittels der Theorie von Global Scaling. Gibt es da viel Interesse? Ja, leider viel zu wenig Interesse. Wenn man die Tragweite von Global Scaling jetzt erfasst hat, ist erstaunlich wenig Interesse. Und die ganze Sache wurde natürlich durch die Wirtschaftskrise jetzt auch noch eingebremst, weil sich viele Unternehmer jetzt auch nicht über was Neues drüber trauen. Die Wahrheit ist die, dass sich diese jeder, der was konstruiert, eine Menge Geld und Zeit ersparen könnte, wenn er jemanden, der sich mit Global Scaling beschäftigt, daran lässt. In manchen Fällen
müsste kein einziger Versuch mehr gemacht werden, weil wenn eine Firma, was sie Motoren oder Mikrochips oder Mühlen oder irgendwas herstellt, die haben ja schon sehr viele Versuche gemacht, die wissen ja schon, das hat gut funktioniert, das hat schlecht funktioniert. Das heißt, du hast da quasi schon einen Bezugspunkt, von dem aus du dann quasi das Fraktal dann richtig entwickeln kannst, beziehungsweise schauen kannst, wo liegt es, und dann wirklich tatsächliche Vorhersagen treffen kannst, wie schaut es jetzt aus, wenn man es größer baut oder so, ja? Ich suche eine Skaleninvarianz. Wenn ich sehe, bei den Keilriemen liegt alles in der Lücke, dann werde ich den nächsten Keilriemen wieder in die Lücke legen, weil der haltet dann länger. Das heißt, deine Arbeit beginnt, also jemand kommt zu dir und sagt, wir machen da das und das, ja, was weiß ich, wir bauen da jetzt Raketen, wo in am Mond fliegen, hilf uns. Irgendwie kommen wir da nicht zurecht zum Fliegen, wir haben da irgendwie ein Problem, wir kriegen nicht genug Gewicht drauf, wir wissen nicht, es müsste eigentlich funktionieren. Dann gehst du her, sagst, gebt mir mal eure Daten, alles, was irgendwie an Parametern verfügbar ist, du schaust dir die an und suchst quasi wie ein Spürhund nach einer Skaleninvarianz, gehst dann her, optimierst diesen Parameter nach Skaleninvarianz und sagst, bitte probiert mal das. Das würdest du quasi machen. So würde ich vorgehen, ja. Fantastisch. Also wirklich super irgendwie. Also das ist ein ganz tolle Art, wie man Entwicklung betreiben kann einfach. Also ich habe ja schon... Wenn das wirklich funktioniert, ne, das muss ich dir jetzt natürlich glauben, aber ich... Das kannst du mir glauben. Ja, ich habe also schon mit vielen Leuten auch in großen Firmen gesprochen und ich habe leider immer das Gefühl, dass die Angst haben, dass ich ihnen irgendeine Arbeit wegnehme, dass ich irgendjemandem dort einen Arbeitsplatz wegnehmen kann. Ich könnte es ja nicht, weil ich verstehe ja im Prinzip nichts von Motoren oder Mikrochips oder sonstigen Sachen. Ohne die Spezialisten habe ich ja überhaupt keine Chance, irgendwas zu verbessern. Aber wenn jetzt jemand sagt, er möchte also er hat jetzt schon tausende Motoren gebaut oder tausende Mikrochips und er möchte den nächsten noch kleiner bauen und das Auto natürlich noch stärker oder verbrauchsoptimierter, dann wird viel herumprobiert, kann man auch machen, wird man sicherlich zu guten Ergebnissen kommen. Schneller wird man sie bekommen, wenn man mit Global Scaling arbeitet. Das ist die... Kurz noch, was war eines der Projekte, die du bereits gemacht hast und die erfolgreich irgendwie einen Prozess optimiert haben? Ja, vielleicht kann ich da ein Projekt nennen, das also sehr erfolgreich war. Und das hat eine Mühle betroffen, eine Mühlenfirma in der Schweiz. Da hat der Chef von Global Scaling gehört und hat dann gesagt, er möchte eine Mühle optimieren und das ist eine Spitzenmühlenfirma, also Mercedes unter den Mühlen, nicht irgendeine andere Marke, die ich jetzt nicht nennen will. Eigentlich. Und das war schwierig, weil ein Bestandteil nach dem anderen, ein Parameter nach dem anderen, den man untersucht hat bei der Mühle, war schon in einem guten bis sehr guten Bereich, weil die bauen die Mühlen seit 80 Jahren und verbessern pausenlos, nicht? Und dann hat man schließlich einen Parameter gefunden und die Mühle wurde optimiert und die Mahlleistung dieser Mühle hat sich verbessert und zwar abhängig vom Mahlgut und von der Feuchtigkeit des Mahlgutes zwischen 5% und 30%. Und das aber bei einem absoluten